NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, warte mal. Ann-Kathrin aus Celle will wissen, ob du auch dieses Jahr wieder Dschungelcamp guckst. Wieso wieder? Also, ich mach das ja schon seit Jahren nicht mehr. Die Luft ist raus. Als ich 2013 der dicke Klaus am Dschungelweiher gebückt und minutenlang seine Klöten freigelegt hat, saßen ganze TV-Gemeinschaften ungläubig vor der Glotze. Genauso wie damals, als man E.T. gesehen hat und völlig fassungslos wegen der geilen Tricks war. Und heute denkt man nur, der ist ja aus Gummi, wie scheiße sieht das denn aus? Also der Alien. Oma! Hast du doch auch gesagt. Ja. Nein, nein. Alles hat halt seine Zeit. Im Kabelfernsehen gibt das schon längst Dr. Pimpelpopper, die an Menschen unkontrolliert gewachsene, fettgeschwülste und Riesenpickel ausdrückt. Oma! Im Format Mein Teenagerleben mit 300 Kilo wird Gelee-artigen Menschen zur Belustigung der Zuschauer in Unterhose geholfen. Also, in Adam macht's Eva müssen blank rasierte C-Promis Sex haben, sonst sinken die Marktanteile. Immer dümmer, immer nackter, immer fetter. Und wir Quotenvieh entwickeln uns mit jedem gefressenen Känguru-Penis mit und geben uns nur mit dem hohlen Geläster am Lagerfeuer nicht mehr zufrieden. Da sitzen ja heute mittlerweile 12-Jährige ratlos vom Fernseher und fragen, Junge Camp, warum haben die denn was an? Die sind ja gar nicht am Poppen. Ja, normal. Es stimmt ja. Nee, da müsste das Gehänge von Klaus Baumgart schon mit Blattgold überzogen sein, damit da irgendeiner mal was twittert. Ich mach den Scheiß nicht mehr mit. Es läuft die Kernschmelze des linearen Fernsehens. Kannst du das so nicht sagen? Nein. Omi macht nur Spaß.